musste ich gerade mein Aufnahmeprogramm neu starten. Vielleicht habt ihr das gemerkt. Wie das hat gerade gesponnen. Aber jetzt läuft es gut weiter. Ohne Probleme. Das gibt's halt. So, du Sack. Hold on! I'll get the other lever! Echt? Machst du's? Meine Fresse, bist du scheiße, komm, lass. Ich nehme auch die andere. Shabba. Okay. Get the lever over there! Nehmen wir das gleich mit, Scout. Komm mal her, du hast schon mehr Platz als ich im Inventar. Thanks. So, nichts mehr. Wo war noch was? Mit. Auf jeden Fall die ganze Munition mitnehmen, ey. Komm. Take it! Roger! Wie gesagt, das ist mein erstes Let's Play Video. Ein bisschen Verständnis zeigen. Gerade wenn irgendwie eine Einstellung nicht richtig ist oder so. Ich bin noch kein Meister, will es auch nicht werden. Soll ja auch einfach nur Fun Spaß machen. Jetzt gerade in meinem Aufnahmeprogramm, wo nicht richtig funktioniert hat. Was gibt es? You grab it. Okay. Ich mach's gut und mach noch bessere Videos. Ich versuch's zumindest.
are you going to do about them? You're just one of Excella's playthings! What? It was your master who was supposed to take care of it. One more time. What are you going to do about that? Alright. I'll handle it! Use it. Won't you two just die already? You're making me look bad! Who do you think got this entire operation off the ground? Research like this doesn't fund itself, you know. Yet everyone looks down on me. But not anymore. Don't do it! It is, man. I'm far beyond anything you could ever hope to become. Na, super. Ja, ist klar. In Bewegung bleiben, ist kein Fehler. Nochmal versuchen. Ah. Vielleicht am besten mit den Waffen hier mal probieren. Es geht. Okay, auf jeden Fall. Something that undergoes such a rapid transformation must have a weakness. Sagen so überhaupt nicht. Was jetzt? Ja.
mal mit dem hier auf das komische Eiterbällchen da ballern. Aber man sollte halt auch treffen. Vielleicht mal probieren sie hier um 10 mit 1 zu schalten, wenn sie hier arbeitet. Dann arbeitet sie aber hier. Da habe ich auch eine Lösung. Ah, da gibt es alles Zeit. Rennen müssen. Wenn man. Das war schon zu langsam, ja. Ah, jetzt laufe ich gerade noch mal hin, ey. Ach, jetzt wollte ich gerade eigentlich das Ding holen. Das Medipack aber hat sich wohl erledigt. Wie gesagt, den Halsspray. Oh, es ist wie hässlich. Tell me what you're planning to do. Damn, Excella! I guess I wasn't worth the good stuff. Excella? Where is this facility? Answer me. What is the Ouroboros project? BSAA! Wow, you two are just on top of everything, aren't you? The balance of the world is changing and you're completely oblivious to it. What's changing? What are you talking about? Is it the Ouroboros project? Is that it? No one can stop it. Ouroboros is about to change everything we've ever come to know. Chris! Chris? See, you're Chris. What's so funny? How do you know about me? All your answers are way to head, Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them... Italian's not so bad, but it's not gonna change anything. You're still screwed! We're wasting time here. Chris! Poor bastard. Now what? We keep going. Naja, war jetzt gerade nicht das Gelbe vom Ei der Bus, aber geschafft ist geschafft, sag ich mal. Von dem abgesehen, ich bin nicht gestorben. Oh, okay. Ganz zufrieden bin ich natürlich nicht gewesen jetzt, aber naja, was soll's. So, aber das Alte lassen wir hinter uns und gehen weiter. Eine neue Schrotflinte. Schön.
Halt die mal weg. Verkaufen. Schön, schön. Halt, das wollte ich doch. So. Was kann man denn noch? Ja, schätze ich mal auf. Nee, haben wir nichts. Ja. Nee, das kann ich wieder zurückgeben. So, dann wäre ich fertig. This is the place he was talking about. That's the boat the woman used to get away. So, you two are really going to go through with this? Yes. This is not just about Jill, but the Ouroboros project as well. I guess there's nothing I can do to stop you. I will call HQ and try to get the withdrawal order rescinded. I will also try to get you back up. Try not to get yourselves killed. Die dreckige Lache hat mir jetzt gerade irgendwie nicht gefallen von dem, ganz ehrlich.